Ja, moin Leute, was geht? Hier bei Dali Gaming. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wisst ihr, was ich liebe, Leute? Den Scheiß von anderen Leuten aufzuräumen. Ihr nicht? Und Leute, ich bin mega gut gelaunt. Als ob. Denn heute habe ich frei. Als ob. Heute habe ich frei. Als ob. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber es ist heute Freitag, der 14.04. Jesus! Gestern hatte ich noch einen Arbeitstag. Ich habe mir wirklich immer gedacht, endlich frei. Endlich ein langes Wochenende. Denn Leute, passt auf, ich habe Montag nochmal frei. Und ihr habt natürlich Ferien, das heißt, ihr kriegt noch mehr Tage frei, aber... Ja gut, ich muss mich ein bisschen, ja, auch freuen, oder? Über zwei Tage mehr frei, oder? Oder? Nein. Außerdem, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr eigentlich jetzt meine Haare findet. Die habe ich jetzt heute mal selbst gestylt, sonst macht das meine Mutter immer. Okay. Weil ich es nicht kann. Auf jeden Fall, Leute, hatte ich gestern meinen letzten Arbeitstag und Leute, ohne Witz, ohne Witz, gestern... ist was sehr Schlimmes passiert. Die hübscheste Angestellte, ja, kam gestern zum Waschen. Hat ihr Auto waschen lassen. Und wer hat's gewaschen? Richtig, ich. Und Leute, ich habe das mehr abgeleckt als jedes andere Auto davor. Als jedes andere reiche Auto davor. Wir hatten schon Autos, das glaubt ihr gar nicht. Jetzt gestern hatte ich ein S8. Richtig krasse Wagen sind da. Ich habe dieses Auto von ihr einfach noch mehr abgeleckt als jedes andere. Also man könnte wirklich sagen, ich war mit der Zunge dran. Das Auto könnte man nicht mehr wiedererkennen. So abgeleckt war das. Auf jeden Fall hat sie sich dann verabschiedet und hat mir dann noch gesagt: Weißt du, ich lieb dich nicht, kannst du mich nicht verstehen? Du machst dich lächerlich, wenn du in deinen nassen Klamotten vor mir stehst. Glaubst du ehrlich, dass du so ein Mädchen erregst? Ich halte es für das Beste, wenn du jetzt gehst. Bist zwar sehr nett und freundlich, scheinbar echt süß. Du bist wie eine Schokolade, man beißt, wenn es einem genügt. Sag bloß nicht, dass ich die Schönste bin. Ich weiß, dass du lügst. Ihr Männer seid doch alle gleich, wollt doch nur das Seine. Zeigt euch von einer ganz anderen Art und Weise. Kennt man euch besser, seid ihr zu und scheiße. Endresultat, Single bleiben ist öfters eine bessere Bleibe. Single bleiben ist meistens eine bessere Bleibe. Single bleiben ist meistens eine bessere Bleibe. Und Leute, in diesem Zeitraum ist wirklich die Welt für mich zerbrochen. Es hat einfach gemacht. Wirklich, Leute, es ist so traurig. Ich konnte einfach nicht mehr. Zum Glück habe ich heute frei und meine ganze Laune ist wieder positiv nach oben gestreckt. Dennoch werde ich sie nie wiedersehen. Thema Liebe, Leute. Habe ich noch was anderes Wichtiges für euch? Und zwar habe ich und Destix eine kleine Wette vereinbart in den Stream von Jinzo. Ich hoffe, falls ich irgendwie noch finde unser Gespräch, werde ich es auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall noch hier einblenden. Wir haben gewettet, wenn ich eine Freundin finde, was wahrscheinlicherweise niemals passieren wird. Außer vielleicht, ich zeige meine Haare öfters. Die Mädchen, die stehen, glaube ich, so auf meine Haare, wenn ich nicht sage, wie ich mit Vornamen heiße. Als Beweis zeige ich euch mal mein LaVou-Profil. Und zwar wollen 825 Mädels mit mir verkehren. Nein, Spaß, die liken nur. Das bedeutet, die wollen was von mir. Das heißt, die mögen mich. 825. Ja, irgendwie fokussiert es nicht. Also habe ich keinen Beweis. Seht ihr dem? Alles klar, dankeschön dafür, Handy. Ich muss die noch alle freischalten, um zu gucken, wie die überhaupt aussehen. Ich hoffe, es hat fokussiert, wenn nicht. Leute, auf jeden Fall 825 haben auf jeden Fall auf Gefällt mir gedrückt und wollen was von mir. Mit manchen von denen habe ich sogar schon eine Freundschaft aufgebaut und habe sie bei Snapchat und Instagram und... Die Nummer habe ich trotzdem nicht. Aber Leute, ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn ich habe jetzt zurzeit eine neue, mit der ich zurzeit schreibe. Einen Tag habe ich mit ihr geschrieben, dann habe ich geschrieben, ich kann nicht mehr schreiben, weil ich gerade ein Video aufnehmen muss. Das habe ich natürlich nicht geschrieben, sonst kommt das so vor. Aha, das Video ist wichtiger für dich. Nein, ich habe geschrieben, leider, ich muss was ganz Wichtiges erledigen und habe für Dali aufgenommen, also für meinen Zweitkanal. Was richtig wichtig ist. Nee, aber da ist auf jeden Fall noch ein Gespräch zu führen, ihr Vorname. Lautet ganz genau Cooper Lisa Miep. Auf jeden Fall gucke ich da mal, was da zu machen ist, denn dann muss Destix von seinem Ort, ich weiß gar nicht mehr, wo der genau wohnt, aber er hat gesagt, dass er dann zu mir fährt. Er fährt dann zu mir, extra zu mir, um sie kennenzulernen. Bedeutet, ich muss erstmal küssen lernen, weil ich es nicht kann. Hab's noch nicht. Bin Jungfrau. Und ja, Leute, da habe ich auf jeden Fall einen kleinen Weg vor mir. Denn dann, wenn ich eine Freundin habe, ja, dann muss er monatlich ein Video machen. Wer möchte schon nicht ein Video sehen von Destix? Mir ist das eigentlich scheißegal, aber ich finde, es wäre cool. Ja. Außerdem habe ich ja auch was davon. Ich habe da eine Freundin, was wahrscheinlicherweise niemals passieren wird. Früher hieß ich übrigens auf LaVou Kevin-YouTube Dali Gaming. Und das habe ich jetzt umgeändert auf Dali. Und deswegen habe ich zurzeit auch mehr Chancen. Mein Handy klingelt in einer Tour hier. Sie mag dich, sie mag dich, sie mag dich. Und
Leute, wird man schon so, ja, okay. Ich muss meinen Vornamen ändern. Aber genug davon, Leute. Ich würde einfach mal sagen, ich beende damit das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Slayt einen fetten Loch. Bis dann. Darum, Deutsch. Haut rein. Ciao.